Herzlich willkommen aus der 44. Etage der DK Bank. Wir sind über den Dächern des Finanzplatzes Frankfurt und wollen sprechen über das Planspiel Börse, der Online-Wettbewerb der Sparkassen. Er hat eine lange Tradition, da haben schon Generationen von Schülerinnen und Schülern daran teilgenommen und das Interesse ist ungebrochen groß. Grund nachzuhaken, meine beiden Gesprächspartner sind Michael Rüdiger, er ist der Vorstandsvorsitzende der DK Bank, schön, dass Sie Zeit haben, und Georg Fahrenschon, der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes. Herr Fahrenschon, warum engagieren sich gerade die Sparkassen schon so viele Jahre für das Thema Börsenspiel? Ja, wir wissen, finanzielle Bildung ist immer wichtiger und dabei spielt natürlich auch die Erfahrung, um was geht's, was spielen, was machen Aktien aus, wie ist die Interaktion, das Zusammenspiel zwischen der Kaufentscheidung eines Aktionärs und den Preisstellungen an einer Börse, und das einmal spielerisch, allerdings ausgerichtet auf Echtzeitkurse und Echtzeitentscheidungen aufzubereiten. Das ist ein ganz wichtiger Antritt und wir merken eigentlich auch, dass wir auf sehr viel Interesse stoßen. 140.000 junge Schülerinnen und Schüler, die jährlich sich beteiligen, 300 Sparkassen, die das vor Ort auch unterstützen, gemeinsam mit dem Wertpapierhaus der Sparkassenfinanzgruppe, zeigt eigentlich, dass wir da ein ganz tolles Format entwickelt haben. Und trotzdem, Herr Rüdiger, Deutschland ist leider immer noch Entwicklungsland in Sachen Wertpapier- und Aktienkultur. Das liegt unter anderem am mangelnden Wissen, man kennt sich nicht aus. Kann dadurch das Eis gebrochen werden? Kann so ein Planspielbörse helfen, ein Umdenken anzustoßen? Da sind wir fest von überzeugt. Als Wertpapierhaus der Sparkassen gilt unsere Leidenschaft eben auch der Förderung der Wertpapierkultur. Und alle unsere Untersuchungen zeigen, Finanzbildung ist einer der Kernbausteine, um diese Wertpapierkultur voranzubringen. Und die Art der Professionalität, die das Planspiel heranbringt, das Informieren nicht nur über die Aktien im engeren Sinne, sondern das Beteiligen am Produktivkapital ist ein ganz wichtiger Block. Es geht ja, Herr Fahrenschon, nicht nur um die beste Depotentwicklung, die beste Wertentwicklung in wenigen Wochen. Es gibt doch eine Nachhaltigkeitswertung. Warum ist der Aspekt der Nachhaltigkeit immer wichtiger? Hat zwei ganz zentrale Gründe. Erstens, aus guten Gründen ist es gerade die junge Generation, die zu Recht die Frage stellt, wie entwickelt sich das eigentlich langfristig? Werden auch ökologische Fragestellungen, werden auch soziale Fragestellungen da eigentlich mit abgebildet? Wie interagiert die reine marktwirtschaftliche Entscheidung auch mit einer gesellschaftlichen Relevanz? Und zum Zweiten merken wir, dass auch im echten Leben, also in den Anlageentscheidungen, solche ethischen Standards tatsächlich werterhaltend, auch werttreibend sind. Und deshalb sind wir auch zutiefst überzeugt, dass nicht nur die jungen Menschen zu Recht die Frage stellen, sondern dass wir auch gut beraten sind, uns über Nachhaltigkeitseffekte und über ethische Maßstäbe im Tagesgeschäft auch Gedanken zu machen. Die Aktie ist im Schulunterricht leider immer noch ein Fremdwort. Es fehlt ein Schulfach Wirtschaft, Schulfach Börse, Schulfach Volkswirtschaft. Ihnen geht es ja gerade darum, die jungen Menschen zu begeistern und ein bisschen an das Thema Börse heranzuführen. Ja, das ist dringend notwendig, unseres Erachtens. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir hier über ein langfristiges Anlagephänomen sprechen. In dem heutigen Zinsumfeld, was nach unserer Meinung auch leider noch eine ganze Zeit anhalten wird, ist es essentiell, dass man sich sehr, sehr früh im Leben mit der Frage des Vermögensaufbaus für das spätere Alter befasst. Das mag zwar manchmal für junge Menschen langweilig sein, aber deswegen braucht es gerade etwas wie die Planspielbörse-Plattform, dass man sich mit Spannung und eben auch mit Realtime-Daten damit befasst, um aber auch die Wirkungsweise kennenzulernen, die es eben braucht, um langfristig Vermögen aufzubauen. Was ist nochmal konkret der Nutzen und der Mehrwert für die Teilnehmer, für die Teams? Da treten ja Teams gegeneinander an, Herr Fahrenschon. Also es ist natürlich ein Stück weit ein spielerischer Antritt, der soll auch fordern. Die Rückkopplung in echte Börsenwerte, Marktindizes, also in die Rückkopplung mit der wirklichen Entscheidung, die auch die Profis tagtäglich treffen. Damit lerne ich etwas. Ich mache mich aber auch bekannt und setze mich auseinander mit einem ganz wichtigen Instrument, das ich selber brauche. Denn jeder weiß, ich muss
frühestmöglich anfangen, auch meine eigene Altersversorgung zu optimieren. Und da spielt auch das Wertpapiersparen eine zentrale Rolle. Allein die gesetzliche Altersversorgung wird nicht ausreichen. Und insoweit kann ich auch wirklich mich mit Handwerkszeug bekannt machen, das mir dabei hilft, auch selber in meinem eigenen Alter ein Stück weit noch private zusätzliche Versorge über die Wertpapierkomponente schon vorzubereiten. An den Börsen geht es nicht nur auf, es geht auch abwärts. Es geht hoch und runter. Die Börsenprofis nennen das Volatilität. Davon lebt natürlich die Börse. Wir alle kennen die DAX-Fieberkurve kurz vor der Tagesschau. Ist das was für Otto Normalanleger überhaupt, die Aktie? Oder ist sie nicht ein reines Spekulationsobjekt, Herr Rüdiger? Mit der richtigen Finanzbildung und auch mit der richtigen Risikoeinschätzung, am besten eben gemeinsam gemacht mit der Sparkasse, ist es das richtige Instrument. Wenngleich das Planspiel Börse durchaus auch diese Volatilität und die spannenden Mechanismen dahinter transparent macht, ist es gerade wichtig zu sehen, welche langfristigen Wirkungen kann ich damit erzielen. Weil regelmäßiges, dauerhaftes Anlegen glättet diese Volatilität und es bringt einen so ein bisschen weg von dem, was wir in den täglichen Schwankungen sehen, nämlich die dauerhaften Wertsteigerungspotenziale. Das widerspricht sich nicht, sondern beides zusammen, transparent, Verständnis von Risiken und die positiven langfristigen Wirkungen, das wollen wir miteinander kombinieren. Vielen Dank, meine Herren, für das Gespräch. Dankeschön. Sehr gerne.